Ja, einen ganz wundervollen guten Abend bei mir in die Runde auf meinem kleinen Kanal Motor Olli TV, sage ich immer. Ich bin der Olli. Ich stelle euch heute, das war ich noch schuldig, den Audi RS3 von HGP Turbo vor in der OPF-Version. Aktuelles Modell, das Facelift. Der hier ist quasi die X-Stage 3 mit 606 PS. Der hat jetzt 618 PS sogar mit, ich muss kurz lügen, 739 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ich kann vorwegnehmen, da ist der Motor geöffnet worden. Der hat verstärkte Innereien, also Kolben, Pleuel, Kolbenbolzen etc. Das wird euch aber der Martin Gräf persönlich noch in einem separaten Technikteil, der jetzt folgt hier im Anschluss, noch erzählen, warum er das gemacht hat. Und ja, wie gesagt, die Community, die wollte die OPF-Version nochmal gezeigt bekommen. Ich kann auch so viel vorwegnehmen, bei 3,22 hört der Tacho auf. Also da geht schon was. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal dieses Schätzchen kurz an, ne? Also hier ist halt Upgrade-Lader und Saugrohr und alles mögliche HGP, großes Paket halt, das erzählt euch der Martin, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch hier. Diese geilen 19 Zöller, Offset Racing natürlich, Super Turismo LM heißen die. Zentralverschluss ist fake, aber sieht cool aus. Was haben wir ansonsten? Ja, ein RS3, wie man ihn kennt halt, ne? Das aktuelle Modell. Wie gesagt, OPF kastriert, klingt nicht mehr ganz so aggro wie früher, aber trotzdem sehr nett, würde ich sagen. Was haltet ihr davon? Langsam etwas dunkel. Sehr cool auch, dass mich der Stefan, heißt er, von Semmler TV oder aka Audikind bei Instagram unterstützt hat beim Carporn. Hat mega Spaß gemacht. Schaut mal beim Stefan vorbei, blende ich jetzt hier ein. Und ja. Ihr seht ein separates Fahrvideo noch und ich weiß nicht, wie es schneit. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr Fragen habt, unter das Video kommentieren. Und wenn ich dazu komme, ich mache alles im Prinzip allein, wenn mich jetzt nicht so wie heute der Stefan unterstützt ab und zu. Aber dann beantworte ich die Fragen natürlich auch. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend bei mir. Und ja, kommentiert mal, wo ich sonst noch so hin soll, was ich so treiben soll. Unfug und so, dass da mal ein bisschen Frequenz auf den Kanal kommt. Ich wünsche euch was. Und natürlich müssen wir uns dieses wunderbare Gefährt auch anhören, auch wenn es langweilig klingt. So viel kann ich schon vorweg sagen. Ist halt OPF. Wir haben auch eine Soundfile, die der Stefan noch reinschneidet. Aber jetzt mache ich einfach mal einen Start.
was sagt ihr, wie klingt dieser RS3, dieser kastrierte RS3 mit Ottopartikelfilter? Mit OPF wollte ich sagen, aber Ottopartikelfilter. Ja, und da bin ich wieder, zurück bei HGP Turbo in Omden. Jetzt werden wir uns mal den Martin schnappen, den Turbo-Papst persönlich, den ich da schon sehe, am Rumwerkeln. Und der wird euch ein bisschen was zur Technik erklären oder erzählen, was er da so alles getrieben hat mit dem illustren Gefährt. Fährt richtig schön, seht ihr im separaten Video. Hat richtig Druck, sauber abgestimmt, HGP natürlich. Ja, was soll ich sagen? Hinterlasst gerne mal einen Kommentar, was ihr vom RS3 haltet. Und ja, jetzt schnappt uns der Martin, wie gesagt. In der Heiligen Halle bei HGP Turbo in Omden. Und da steht schon der Martin Gräf persönlich. Ich mache ganz Aioli Corona-konform die Ghetto-Faust. Martin, dein Schätzchen steht draußen. Der Audi RS3 mit ja, jetzt 618 PS ist zurück. Hat super Spaß gemacht. Ich sehe gerade, hier ist auch ein TT, Haube offen. Was machst du denn an dem Schätzchen noch? Du wolltest mir später noch die große Version zeigen, aber was passiert denn mit dem hier? An dem haben wir Teile von der 618 PS Version, also die Ansaugung, zum Turbolader komplett und das Saugrohr übernommen, haben dann dementsprechend die Software abgestimmt für Original-Turbolader und Original-Auspuff und kommen dann auf 528 PS. Also das ist die Stufe 2, okay, weil die Stufe 1 sind ja 500, knapp über 500, 470 PS, Entschuldigung, ich sag schon 500. 472 oder so, glaube ich. 472 ist die nur Software- und Luftfilter-Version. Mhm. Und das ist die 500, die neue 528 PS-Version, bei der wir sozusagen von der großen über 600 PS-Version die komplette Ansaugung und das Saugrohr übernommen haben und kommen dann auch mit Serienlader bis zu 528 oder auf 528 PS. Sag mir mal zum Saugrohr, weil da haben viele gefragt, was ist denn an diesem Saugrohr so viel besser? Warum hier anderes Saugrohr? Genau. Ich habe die Teile hier hingelegt. Fangen wir von vorne an beim Luftfilter. Hier sieht man es schon, serienmäßig Staubsaugerschlauch auf ein relativ dünnen, auf ein relativ dünnes Kunststoffrohr und hier auch ein relativ zerklüfteter, relativ zerklüftetes Aluminium oder Aluminiumbogen in den Turbolader rein. Mhm. Und das haben wir im Prinzip jetzt schon durch dickere Teile, also dicke Schläuche und auch ein deutlich voluminöseres Ansaugteil in den Turbolader ersetzt. Und dann natürlich am Saugrohr, das Seriensaugrohr ist ein Spaltsaugrohr, da müsstest du mal hier reinschauen. Das hat also einen über die ganze Länge einen sehr kleinen Spalt und das haben wir jetzt im Prinzip geändert in komplett offen. Also unser Saugrohr ist im Prinzip komplett hohl, ohne Spalt, komplett offen. Und dadurch haben wir keinen Druckverlust im Saugrohr. Ja. Und eben durch die dicke Ansaugung auch mit dem Serienlader im Prinzip kaum messbaren Vakuum vor Verdichterrad, also vor Turbolader. Sehr coole Sache. Ich mache jetzt keinen hohlen Witz über das hohle Saugrohr, aber es wird immer wieder die Frage gestellt, ob man das auch einzeln kaufen kann. Aber nein, das ist nur im Paket erhältlich, ne? Ungern, okay. Also ganz paketbezogen eigentlich. Und jetzt zeigst du mir die 618 PS Version noch? Ja. Die ist da hinten dann? Ja. Dann folge ich dir jetzt mal. Bis gleich. Martin, ganz kurz, darf ich dich mal aufhalten? Hier ist ja ein TTRS-Motor, der vermutlich aus, genau, aus dem, aus diesem TTRS ist. Genau, da sind wir ja schon beim Thema, ne? Motor raus. Warum machst du den denn raus jetzt bei dem? Ja, wir hatten bei unserem RS3, der ja sehr stark bei uns für die Entwicklung belastet wurde, ein leichtes Motortickern oder Geräusch, das wir nicht zuordnen konnten. Und haben dann den ganzen Motor zerlegt und haben festgestellt, dass unter dieser extremen Belastung das wohl passieren kann, dass der Kolbenbolzen ins Pleuel oben rein frisst und dann dreht sich sozusagen der Kolbenbolzen im Kolben mit und leiert den Kolben aus. Und dann ist sozusagen, hat der Kolbenbolzen im Kolben Luft, gibt dann dieses Geräusch und aus dem Grund wechseln wir bei dieser großen über 600 PS Version immer die Pleuel oder wir empfehlen das vorsorglich einfach mitzumachen. Okay, also
Kann man auch 606 PS ohne Pleuel haben? Oder also, wir haben viele Kundenfahrzeuge, die fahren mit 606 PS, mit den Originalpleuel und haben keine Probleme. Aber bei unserem Auto ist es vorgekommen, dass das gefressen hat, aus welchen Gründen auch immer. Vorsorglich wechsle ich dann lieber die Pleuel. Es ist zwar nochmal ein Kostenfaktor, der dazukommt, aber dann ist man safe. Und ich zeige dir jetzt, was wir sonst noch gerne da alles ändern. Ja? Okay, ich folge dir mal. Nur fürs Protokoll, ich bin nicht schuld. Ja? Ich bin nur ganz schnell gefahren. Ja, also ich kann dir das kurz zeigen, was mit dem mit unserem Pleuel, das ist jetzt aus unserem Entwicklungsauto der Kolben mit Pleuel, also Originalpleuel und Kolben. Und du kannst hier sehen, guck mal, wenn du hier hinschaust, wie der Kolbenbolzen wackelt im, also der Kolbenbolzen Luft hat im Kolben. Und der ist fest, der dreht sich also nicht mehr im Pleuel, was er tun sollte, sondern der hat in der Mitte reingefressen und hat dann sozusagen den Kolben ausgeleiert. Okay. Also, habe ich verstanden, aber also klackern, es ist quasi nur eine Art Klackern, also jetzt kein kapitaler Motorschaden gleich. Es ist halt, dass der Motor klappert und das ist aufgefallen und deswegen steuert ihr gegen quasi. Ja, klingt wie wenn die Hydroschlüssel kaputt wären. Aha. Und es sind aber nicht die Hydroschlüssel, sondern sind dann im Prinzip ausgeleierte Kolben. Und was macht ihr da? Also, wir können da dagegen wirken. Ja. Durch andere Pleuel. Wir haben hier TIJ-Pleuel. Und die haben eine Lagerbuchse sozusagen hier oben drin. Die haben auch eine durchgehende Schmiernut und werden sogar durch eine Steigleitung von der Kurbelwelle, jedes Mal, wenn sozusagen die Kurbelwelle vorbeikommt mit der Schmierbohrung, sozusagen mit Öl versorgt. Und dann kann der Kolbenbolzen hier oben nicht mehr im Pleuelauge fressen. Und das Pleuel ist natürlich generell robuster, wie man sieht, sodass man damit auch mehr Leistung und mehr Drehmoment fahren kann, ohne Bedenken haben zu müssen, dass was kaputt geht. Aber du hast ja bewusst eine konservative 618 PS Version gezaubert, dass das Ansprechverhalten auch im unteren Drehzahlbereich noch gegeben ist, ja, weil der spricht wirklich super auch von unten an. Genau, also da will ich gleich drauf zurückkommen. Ich will natürlich immer so viel wie möglich Leistung und so viel wie möglich Drehmoment. Aber ich will jetzt keine 700 PS haben und das Auto fährt erst bei 4500 Umdrehungen los, ja? Sondern ich möchte lieber in dem Fall 618 PS haben, aber das Auto geht bei 3000 Umdrehungen schon voll los. Also auf dem Leistungsdiagramm hast du ja gesehen, wir haben 740 Newtonmeter Drehmoment und haben zwischen 3000 und 6000 Umdrehungen immer über 720 Newtonmeter. Also wir haben bei 3000 Umdrehungen schon 2,2 Bar Ladedruck und halten im Prinzip das Drehmoment eben, sage ich mal, plus minus, also auf 720 Newtonmeter zwischen 3000 und 6000 Umdrehungen. Und das zeige ich dir jetzt, was wir da verbessert und verändert haben. Und bei 322 hat leider Tacho aufgehört. Siehst du im Video dann noch. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was willst du mir noch zeigen? Also was ich dir noch zeigen muss, wir haben natürlich bei dem Zerlegen, also wenn wir den Motor zerlegen, um die Pleuel zu tauschen und die Pleuellagerschalen, dann bearbeiten wir auch die Serienkolben. Wie du hier siehst, haben wir die Kolbenmulde etwas weiter ausgedreht, sodass wir von der Verdichtung von 10 zu 1 auf 9,3, Entschuldigung, ja, okay. 9,3 runterkommen und durch die Verdichtungsreduzierung können wir natürlich bei dem höheren Ladedruck wieder mehr Zündwinkel fahren. Cool. Okay, Olli, was ich dir noch zeigen wollte ist, ich zeige dir kurz die serienmäßige Welle von dem Serienturbolader und das serienmäßige Verdichterrad. Wie du hier siehst, das Verdichterrad ist beim serienmäßigen TTRS oder RS3, egal ob OPF oder ohne OPF, ist ziemlich groß, der Verdichter, aber die Abgasseite ist ziemlich klein.
Ja. Dadurch haben wir bei der 528 PS Version kein Problem, dass der Lader überdrehen würde, weil der Verdichter ziemlich groß ist. Aber die Abgasenergie reicht nicht für mehr Leistung. Also der Lader kann nicht mehr Druck machen, weil die Abgasseite zu klein ist. Ja. Und wir hatten ja seither für die 606 PS Version eine deutlich größere Abgasseite mit relativ wenig Kröpfung und ein ziemlich großes oder ein größeres Verdichterrad. Natürlich nur so groß wie nötig, so klein wie möglich. Und für den 618 PSer jetzt haben wir das noch ein bisschen verfeinert. Wir haben die Geometrie abgasseitig noch mal ein bisschen geändert. Mehr Kröpfung und das gleiche Verdichterrad, aber hier mehr Kröpfung und dadurch besseres Ansprechverhalten und eine bessere Spontanität noch mal rausbekommen. Und natürlich durch die Verdichtungsreduzierung und dementsprechend mit der Software auch etwas mehr Leistung. Nice, sehr cool. Vielen lieben Dank. Okay, was wir natürlich auch noch ändern müssen, sind die Drucksensoren. Da haben wir natürlich dementsprechend einen anderen Drucksensor. Mit HGP-Logo sogar. Ja, um den Ladedruck zu messen. Hey. Meiner. Nein, Spaß. Hier. Wieder zurück. Und was gibt's noch? Da hinten ist ein Turbolader aufgespannt. Ja, den muss ich mal kurz abspannen. Den haben wir vorbereitet, nur für dich zum Anschauen. Okay. Ich bin ja gern ein Spanner, dann ja. Lass mich mal spannen. Ja, so sieht dann ein montierter Turbolader im Prinzip aus, mit der großen Verdichterseite, mit der neuen Welle für diese 618 PS Version. Ach so, das Beste habe ich natürlich vergessen. Da müsst ihr jetzt erotische Musik einblenden hier bei diesem wunderbaren Teil. So, Olli, ich wollte dir noch zeigen, wie man so eine Turbolader-Rumpfgruppe vom Audi RS3, also unsere RS3-Rumpfgruppe, wie wir die feinwuchten. Wir fangen an jetzt mit Low-Speed-Wuchten und nachher werden wir noch High-Speed-Wuchten. Zeige ich dir mal. So, die hatte ich vorhin schon etwas beschliffen. Das heißt, die Messung ist sehr gut. Wir sind also hier ganz im grünen Bereich, sehr präzise, schon beim Low-Speed-Wuchten sehr präzise gewuchtet. Und das war jetzt sozusagen die Vorwuchtung. Und jetzt kommt die Hauptwuchtung mit über 100.000 Umdrehungen. So, jetzt zeige ich dir noch, wie wir High-Speed wuchten. Kannst du dir das mal hier angucken. Das ist jetzt im Prinzip ist die Rumpfgruppe hier drüben drin. Das ist wie ein Abgasgehäuse, wo also mit starkem Druckluft, der Turbolader auf 100.000 Umdrehungen angedreht wird. Das zeige ich dir jetzt. Das war's jetzt schon. Einmal auf 100.000 Umdrehungen hochgedreht. So, die Maschine zeigt mir jetzt, wo ich wegschleifen muss. Durch Wegschleifen wird gewuchtet. Ich musste ja die Lager noch zeigen. Kein Problem. Die Serienlager sind ja sehr schwach. Und ich zeige dir jetzt mal, was wir hier für Lager einsetzen. Das haben wir im Prinzip ähnlich gemacht, wie wir es ja schon seit Jahren für die 2 Liter machen, für die Golf R. Und zwar, das hier ist ein serienmäßiges Lager. Man sieht, das ist relativ, also Axiallagerung. Das heißt, für das Spiel rein raus ist es ein ganz kleines Scheibchen, das hier drauf läuft. Ja? Und dementsprechend das Gegenstück dazu, das ist die Axiallagerung. Und das ist ziemlich mickrig bei dem RS3 Turbolader. Und das kann ausleiern nach kürzester Zeit. Bei den hohen Leistungen, die wir fahren, oder bei dem hohen Ladedruck. Deswegen haben wir im Prinzip aus Stahl so ein Lager gemacht, mit Schmiernuten und mit einer dicken Ölbohrung und natürlich mit mehr Fläche, also mehr Axiallagerfläche. Und mit dieser Axiallagerung bestücken wir die Turbolader, um die standfest zu machen. Ja?
Ja, sieht auf jeden Fall, ja, sieht noch was aus. Kann mit, ja. Damit kann man arbeiten. Ja, das ist stabil. Aber wie ist es, wenn ihr jetzt hier Verdichterrad etc. bearbeitet, vergrößert, wie passt es denn dann ins Originalgehäuse? Also Laienfrage. Ja, die Originalgehäuse werden ausgearbeitet auf der Fräsmaschine. Also wir nehmen, komm mal mit, wir nehmen im Prinzip den Krümmer, wie wir es hier gerade haben. Da wird der originale Krümmer auf die Maschine gesetzt, also aufgespannt, ganz genau ausgerichtet. Und dann wird hier innen die Kontur für die größere Welle ausgefräst. Also einmal der Durchmesser und der Radius. Hier ist noch der Radiusfräser drin. Und dann gibt es Weihnachtsschmuck. Weil das ist noch Aluschmuck. Das ist noch von der Verdichterseite. Nicht schlecht. Alles in-house, handmade quasi. Ja. Und was ist da unten noch? Das ist RS6. Das ist eine andere Baustelle. Andere Baustelle. Große RS6. Version RS6. Ah, jetzt verstehen wir uns. Ne? Ja. Ruf mich an. Kommt noch, die große Version. Ich bin begeistert und erstaunt zugleich. Ja, ja, dann, was soll ich sagen? Ja, Martin, also das war ja alles super spannend und ja, vielseitig erklärt und so weiter. Gibt es die Möglichkeit? Ich habe eine Idee. Wir legen jetzt mal alle Teile für die Zuschauer irgendwo in der Werkstatt hin, damit man da mal ein bisschen Überblick bekommt, weil es ach, ja schon die Teile, sehr... die wir in den TT einbauen wollen, meinst du? Alles okay. Von der großen Version, würde ich sagen, oder? Dass man ein bisschen was sieht. Die okay, können wir jetzt mal rauslegen, genau. Und dann schauen wir uns die mal an, dass man da ein bisschen Überblick bekommt. Also gut, dann schauen wir nochmal. Cool. Okay, Olli, ich habe dir jetzt mal alles hingelegt und da musst du dir das mal angucken. Ein paar Teile am Boden, sehr schön. Ja, das ist das Package quasi. Das sind jetzt mal die Hauptkomponenten. Natürlich fehlen hier die Dichtungen für den ganzen Motor zerlegen und die ganzen Sachen. Aber das sind mal die Hauptkomponenten, die bei dieser 618 PS Version verbaut werden. Ja, also Ansaugung, Luftfilter, die bearbeiteten Kolben, also die Serienkolben werden dann bearbeitet, die Pleuel und so weiter. Ladeluftkühler, geändertes Hosenrohr und so weiter. Beeindruckend auf jeden Fall. Willst du sonst noch was sagen? Das war's. Das war's schon. Du bist ja jetzt gefahren, haben wir, jetzt haben wir 55 Minuten Video und das war's schon. Du bist sprachlos. Martin, dann sage ich jetzt einfach mal vielen lieben herzlichen Dank für Ausfahrt, Infos und so weiter. Demnächst gibt es dann noch mehr, hoffe ich. Ja, von dem hier nicht mehr. Nicht mehr? Okay. Nee, aber du musst ja dann... diverse andere Autos noch fahren. Genau. Nicht vergessen, 5-Zylinder-Wochen bei HGP. Martin Kräf, danke nochmal. Ciao, Olli. Da steht der RS3. Es hat Spaß gemacht bei HGP. Ich fahre jetzt nach Hause und bin raus. Viel Spaß in die Runde mit dem Video. Lasst einen Kommentar, Like da und so weiter und so fort. Und wenn ihr Fragen an Martin Greff habt, einfach als Kommentar posten. Nicht wahr, Martin? Jo.